In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Probleme mit Farbräumen erkennen können. Beispielsweise kann man im ColorSync-Dienstprogramm das Profil direkt öffnen und dann mit anderen vergleichen. Hier beispielsweise ein Profil für den Offset-Druck. Das wird hier für den Vergleich gemerkt. Und dann kann man einen RGB-Arbeitsfarbraum darüber legen. Zum Beispiel sRGB. Und dann sieht man, wenn man das dreht, in welchen Bereichen der Ausgabefarbraum nicht dargestellt werden kann. Bei Adobe RGB ist die Abdeckung deutlich besser. Und bei ECI RGB ebenfalls. Der Arbeitsfarbraum in RGB sollte, wenn möglich, groß genug sein, um die Quelle vollständig abzubilden, beispielsweise bei einer Digitalkamera, und gleichzeitig klein genug, damit bei der Ausgabe möglichst wenig Probleme auftreten. Das gilt insbesondere auch für den Monitor. Wenn nämlich ein sehr großer Arbeitsfarbraum gewählt wird, den der Monitor gar nicht darstellen kann, dann kann es sein, dass man Bilder im Blindflug bearbeitet, dass man gar nicht sieht, was tatsächlich geschieht bei den Korrekturen. Das erkennt man am besten dann im Photoshop. Hier ein Foto in der normalen Darstellung. Über Ansicht Farbproof kann man die Ausgabe simulieren, wie sie beispielsweise jetzt im Offset erscheinen würde. Und mit der Farbumfangwarnung kann man die Bereiche hervorheben, die in der Ausgabe nicht dargestellt werden können. Das sind ja beispielsweise nur ganz kleine Bereiche, die kaum zu erkennen sind. Wenn man nun aber auf einem Monitor mit einem zu kleinen Farbraum Korrekturen ausführt, dann kann das schon anders aussehen. Ich schalte die Farbumfangwarnung wieder aus mit Befehl Shift Y und nehme an dem Bild eine Korrektur vor. Bei der Sättigung hier etwas übertrieben. Wenn Ihr Monitor einen sehr kleinen Farbraum hat, dann wird das möglicherweise gar nicht so sehr auffallen. Wenn man dann aber nun die Farbumfangwarnung wieder einschaltet, übers Menü oder mit der Tastenkombination, dann sieht man, dass große Bereiche geklippt werden. Das heißt, dass dann dort die Farbe nicht mehr 1:1 wie im Original dargestellt werden kann und häufig treten dann in solchen Bereichen auch Zeichnungsverluste auf. Das heißt, das Bild erscheint dann flach und hat keine Detailstruktur mehr drin. Ein anderes Beispiel, wie man die Farbumfangwarnung einsetzen kann, das geht auch umgekehrt. Hier ist ein farbsepariertes Original, ein Smyk-Bild. Und wenn man nun bei der Proof-Einrichtung Benutzer definiert wählt, lässt sich hier auch ein RGB-Farbraum als Ausgabe einstellen. Also man kann dann quasi prüfen, wie das Smyk-Bild im RGB-Farbraum zum Beispiel auf einem Monitor aussieht. Und man sieht, wenn hier mit eingeschalteter Farbumfangwarnung operiert wird, bei sRGB werden große Bereiche markiert als nicht darstellbar. Mit der reinen Proof-Simulation, ich schalte hier mal hin und zurück, kann man am Bildschirm erkennen, dass in diesen Bereichen vor allem die Farben sich sehr stark verändern. Wenn man nun einen anderen, größeren Farbraum einrichtet, zum Beispiel ECI RGB V2, dann sind eigentlich die meisten Farben darstellbar. Außer hier in diesem Bereich. Aber alles andere kann 1:1 auf dem Monitor dargestellt werden. Wenn der Monitor natürlich diesen ECI RGB V2 abdeckt. Das ist eigentlich nur bei Wide Gamut Monitoren der Fall. Wenn man also Druckfarben exakt am Monitor simulieren möchte, dann kann es nötig sein, einen richtigen Proof-Bildschirm anzuschaffen. Ansonsten genügt mitunter auch ein gewöhnlicher Monitor mit kleinerem Farbraum. Weitere Überlegungen zu der Wahl der Arbeitsfarbräume finden Sie im PDF
in derselben Ausgabe.